Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wir alle kennen die Tramps. Okay, vielleicht sollte ich das Ganze ein bisschen umformulieren. Vielleicht kennt der ein oder andere die Tramps. Ja, wir hatten damals Slapstick- und Comedy-Duos und Trios von Dick und Doof über die Marx Brothers, Abbott und Costello und so weiter und so fort. Aber in Brasilien waren es die Tramps, die in ihren Filmparodien dann Titel wie den Planet der Affen und so weiter durch den Kakao gezogen haben und dabei, also sagen wir mal, lustig waren's nicht. Für diejenigen, die sich davon überzeugen wollen, was sie einem da vorgesetzt haben, die können einen kleinen Blick auf den Kanal vom Cinema Snob werfen, weil der den ein oder anderen Tramp-Film bereits reviewed hat. Aber das ist tatsächlich gar nicht einmal der Tramp, der uns in diesem heutigen Unboxing begegnet. Nein, da haben wir es nämlich gleich mit der royalen Version zu tun, vielleicht auch der Key-royalen Version. Da sehen wir nämlich Steven Chow, der auch abseits von Kung Fu Hustle den ein oder anderen Film gedreht hat. Diese Eastern-Komödie namens Royal Tramp stammt aus dem Jahr 1992 und wurde damals in Hongkong unter anderem auf DVD und auf VCD veröffentlicht mit einem Cut 2 Rating, beziehungsweise folgte noch im selben Jahr interessanterweise der zweite Teil, der allerdings ebenfalls zwar in das ein oder andere Land exportiert wurde, aber auch niemals in deutschen Gefilden gelandet ist. Jetzt habe ich zum allerersten Mal von diesen Filmen Wind bekommen und die dann natürlich auch gleich in meine Sammlung aufgenommen. Wir bekommen, finde ich, hier auf dem Frontcover Artwork von Darren Wheeling eine wirklich wunderschöne Zeichnung, wo wir auf der einen Seite natürlich Steven Chow sehen, auf der anderen Seite finde ich aber, dass jedes einzelne Gesicht, jeder einzelne Blick, jedes einzelne klitzekleine Detail auf diesem Frontcover finde ich absolut den Wahnsinn, der bei diesen Filmen zu erwarten ist, absolut wunderschön darstellt. Ich mag auch an dieser Stelle eben diese Art, wie das Ganze mit dieser güldenbräunlichen Färbung eben dargestellt wird, dass wir da dieses Muster im Hintergrund haben, dass das Ganze ein bisschen antik, nämlich eben zum Beispiel wie diese typischen chinesischen Rahmen hier wirken lässt. Das gefällt mir persönlich wirklich, wirklich sehr gut. Wir können dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen, da warten wir, da erwartet uns auf jeden Fall interessanterweise auch die Info, dass diese Filme auf Basis von einer brandneuen 4K-Restauration ihren Weg auf diese beiden Blu-Rays gefunden hat, dass wir allerdings auch neben den Originaltönern in dem Fall sogar einen englischen Dub für die Filme vorfinden, was ich persönlich natürlich wahnsinnig cool finde, anders als die Tatsache, dass Eureka, aus welchem Grund auch immer, bei sämtlichen aktuellen Releases, ist mir aufgefallen, auf der anderen Seite vom Spine beim Schuber keinerlei Titelschriftzüge mehr anbringt, warum auch immer. Wir können jetzt dann einmal einen Blick ins Innere werfen und da finden wir interessanterweise nicht das bekannte Schuber Außenartwork, sondern eben komplett anderes Design. Dabei haben wir auf der einen Seite von diesem Wendecover hier dieses abgedrehte Bild von Steven Chow, das damals eben das Hongkong-Originalplakatmotiv zu dem ersten Royal Tramp-Film war. Dazu gibt's dann eben auch hier noch einmal das Backcover, das farblich angepasst wurde an den Stil vom Frontcover, wobei der Inhalt eben derselbe ist, den wir auch außen auf dem Schuber gelesen haben. Wenn wir dann einmal einen Blick ins Innere werfen, dann finden wir hier zwei verschiedene Discs, die finde ich auch relativ cool gestaltet wurden, wobei wir eben hier den ersten Teil auf der ersten Disc haben und der zweite Teil sogar nicht auf dieselbe Disc mitgequetscht wurde, sondern eben auch seine eigene Disc spendiert bekommen hat, wobei wir hier als alternatives Wendecover-Motiv dann halt auch ein Originalmotiv für den zweiten Teil vorfinden, wobei auch hier sogar auf dem Spine dann nur mehr die Rede vom zweiten Teil ist. Das finde ich in dem Fall ein bisschen seltsam, da hätte man schon auch bei den anderen Innenmotiven hier die Royal Tramp Collection beibehalten können und eben nicht einfach nur auf einen von den beiden enthaltenen Filmen hinweisen. Aber wir bekommen dann hier, finde ich, mit einer ebenfalls ziemlich coolen Gestaltung
das Booklet, beziehungsweise dann im Inneren auch wieder ein paar Artworks, hier eben zum Beispiel der Ausschnitt von dem Original, von den beiden Original-Artworks, die wir da zum Beispiel auch als Wendecover-Motive vorfinden. Wir haben, finde ich, auch einen sehr schönen Hintergrund hier für dieses Innendesign. Ich finde absolut faszinierend, wie durchgeknallt schon einmal allein diese kleinen kurzen Bildausschnitte aus dem Film aussehen. Da bin ich definitiv sehr gespannt, was mich bei den Filmen erwartet, wenn ich dann endlich einmal Zeit habe, die zu schauen. Aber auch wenn ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan von Kung Fu Hustle ist, bin, weil mir persönlich ein bisschen dieser überzogene Hongkong Slapstick Stil bei dem Film wirklich way too much ist, bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns hier bei den Royal Tramp Filmen erwartet, und freue mich, dass Eureka die in einer schönen limitierten Blu-ray-Auflage veröffentlicht hat, die jetzt eben auch ihren Weg in meine Sammlung gefunden hat.